Ja, hallo Filmfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector. Wir sind weiterhin in den 80er Jahren unterwegs. Ich habe euch vor einiger Zeit schon Indiana Jones vorgestellt in einer wunderschönen Trilogiebox auf Laserdisc. Und jetzt kommt eine weitere Kult-Trilogie, ebenfalls damals auf Laserdisc veröffentlicht, wo übrigens die Bildqualität sehr, sehr gut sein soll, laut OFDB-Filmdatenbank. Könnte vielleicht sogar DVD-Niveau sein, muss ich mal ausprobieren, habe ich noch nicht getestet. Hier die Zurück in die Zukunft-Trilogie, natürlich hier in Deutsch, wieder vom Pioneer vertrieben. Kommt auch wieder hier in so einem schicken Schuber daher. Und die Covermotive, die sind natürlich die Originalen, die wir kennen. Jetzt muss ich erst einmal die Kamera wieder so ein bisschen einrichten. So schaut das Ganze aus. Hier haben wir keine Spotlight-Veredelung, aber ist vollkommen egal. Aber so schaut das Ganze aus. Hier wieder FSK 12 steht hier wieder alles drauf. Diese Veröffentlichung ist 1997 veröffentlicht worden. Und so schaut das Ganze aus, wenn man sich das hier so anguckt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Scheiben heraus. Das haben wir auch wieder hier so. Mal gucken, ob das fehlerfrei rausgeht, weil das wird ein bisschen schwieriger werden. Und ihr seht, wir haben hier schon gleich mal Teil 1. Tun wir es mal zur Seite. Hier in diesem wunderschönen Covermotiv. Was mir aufgefallen ist, wir haben hier unten schon gar eine kleine Unterschrift, eine Art Autogramm. Das ist ungefähr hier in diesem Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich weiß nicht, ob es von Michael J. Fox ist. Aber ich denke mal, ihr könnt es schon erkennen. Das ist jetzt das Cover. Das Originalcover. Ist ja bewusst so gewollt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist irgendwie ausgeblichen. Nee, nee. Das ist tatsächlich so gewollt. Dann drehen wir es mal um. Haben wir hier die Rückseite zu dem ersten Teil. Back to the Future. Dann kommen wir direkt zum zweiten Teil. Da ist ebenfalls die Unterschrift hier unten wieder. Schaut ebenfalls klasse aus. Gefällt mir. Und genauso hier das Backmotiv. Wie gesagt, ich bin auf die Bildqualität sehr gespannt. Sehr viele Laserdiscs jetzt in letzter Zeit gekauft. So, hier haben wir es auch wieder. Hier ist die Unterschrift hier unten leicht versteckt. Oder dieses Autogramm. Oder was es auch immer sein soll. Hier der dritte Teil. Für mich einer der geilsten Trilogien überhaupt der 80er Jahre. Die Macher leben noch. Sie haben ja gesagt, nur über ihre Leiche, dass es dann niemals eine Fortsetzung geben wird oder ein Remake. Ich hoffe mal, dass sie das dann also vom Notar her und auch vom Testament her so gemacht haben, dass da wirklich keiner an diese drei Teile rangeht und versucht da irgendwie eine stumpfsinnige Fortsetzung zu machen. So, jetzt nehmen wir mal schnell eine Scheibe mal heraus, dann könnt ihr da auch mal wieder das Cover sehen. Zumindest mal den Schriftzug. Wie gesagt, ich lasse es jetzt hier wieder so eingepackt. Hier steht es auch wieder ganz groß drauf, Pioneer. Und dann auch wieder zurück in die Zukunft, das ist jetzt Seite 2. Und dann haben wir hier natürlich Seite 1, Verzeihung. Jo. Dann können wir das Ganze hier wieder schön reintun. Dazu drehen wir das Ganze wieder. Ich mache es jetzt einfach mal spiegelverkehrt. Weil es ist nicht einfach, das während der Kamera, also vor der Kamera wieder reinzubekommen. Aber ihr seht, es funktioniert, keine Probleme. Zustand ist absolut mega. Preis war jetzt auch nicht gerade billig. Ja, schon wie bei Indiana Jones ebenfalls hier eine schöne Veröffentlichung, direkt vom Pioneer veröffentlicht worden, muss ich echt sagen. Schaut absolut mega aus, wirklich grandios. Ich bin mega gespannt, wie sie von der Blickqualität her noch sind. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt darauf. Ihr könnt mal auch wieder in den Kommentaren Feedback dalassen, was ihr zu dieser Veröffentlichung sagt. Kennt ihr jemanden, der sie noch hat oder vielleicht habt ihr sie noch selber zu Hause? Das würde mich definitiv interessieren. Dann sind wir auch mit diesem Laserdisc-Video wieder durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch jetzt zumindest ein paar Sondereditionen zeigen. Star Wars, Special Edition, Indiana Jones, jetzt zurück in die Zukunft. Ja, und in den nächsten Tagen oder Wochen werde ich euch dann jeweils die einzelnen Laserdiscs vorstellen. Das sind schon einige, weil es sind auch ein paar Schnäppchen dabei gewesen und ich habe auch einige geschenkt bekommen. Weil wenn man bei den ein oder anderen Händler ein paar kauft, bekommt man schon gar hin und wieder mal als Goodie eine Laserdisc kostenlos
geschenkt, wenn er sie doppelt hat oder doch nicht losbekommt. Gut, in diesem Sinne, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.